Hallo und herzlich willkommen direkt mit Fettstress an der Backe hier. Achso, ist die Flasche. Weil hier Monster, dies, das und überhaupt, ich. Da, die kommen her. Okay, das ist doof. Warte, warte, warte. Ah, nein, warte. Oh. So, bam in die Fresse. Ich glaube, es geht weiter. Ich muss ganz kurz mal meine Lage nochmal checken hier. Wie sieht's aus? Zwei Schuss da, ein Schuss da, null Schuss da, null Schuss da und eine Spritze. Ja. Es sieht gut aus. Durchaus. Ich hab noch Harpunenbolzen. Bolzen. Nein, geh weg. Oh, scheiße. Er will knutschen. Er will bestimmt harten Sex. Aber da muss ich einfach sagen, nee, du, es tut mir leid. Ich kann nicht. Ist nicht so meins. Ich habe daneben geschossen. Kann überhaupt nicht sein. Okay, pass auf, wir machen jetzt anders. Ich renne hier einfach knallhart durch. Hier liegt bestimmt irgendwo Munition. Kann ich hier nicht die Tür aufmachen? Sie kommt mir kurz helfen. Das wäre doch eine gute Möglichkeit, oder nicht? Oh, ich glaube, die sind hinter mir. Oh, scheiße, der ist ja hinter mir. Ich hab's gewusst. Harten wilden Popo-Sex. Aber nicht mit mir. Moment. Warte, warte, warte. Ich muss sie herlocken. I have to lock them her. Nicht dich, geh weg. Ich will nichts von dir. Du bist mir zu klein. Bam, Bitches. So sieht's aus. Die meisten sind hier. Verbrenn sie. Nein, 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 nein. Verbrenn sie. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Verbrenn ihn. Verbrenn ihn. Verbrenn ihn. Verbrenn ihn. Ist hier noch einer? Ist hier. Da ist ja noch einer. Komm, Schnur mal her, mein Freund. Ha, 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 ha. Weg mit. Oh, ah, das ist die Magnum, ne? Ah, ne, ist doch nicht die Magnum, ne? Ist einfach nur ein aufgeplatzter Kopf. Kein Problem. Ach, da sind noch mehr. Nö, nee, ist klar. Herr Officer, ich habe da ein Problem. Ich werde verfolgt. Oh. Au. Ein kleiner Stinker, ey. Hier. Ich bin's. Oh, Spratze. Mann, 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 ey. Ah, da guckst du jetzt, ne? Wenn du nicht gekommen wärst. Ist das Josef? Warte das für später auf. Da sind bestimmt noch mehr. Oh. Ich dachte, Josef kommt. Ja, ich passe. Ich komme mit dir. Du wirst mich beschützen. Beschütze mich. Bäm in die Fresse. So, den verbrenne ich mal eben. So. Ja, läuft doch hier. Kidman und ich sind ein gutes Team. Man merkt schon direkt am Anfang. Das ist nicht so wie mit Josef, weil die hat nämlich keine Brille. Ich werde niemals irgendwo hingehen müssen, um ihre Brille zu holen. Außerdem sieht sie auch etwas schnuckliger aus. Ich bin dein schimmernder Held in heldiger Rüstung. Oder irgendwie so. Gibt's hier noch... Hallo? Hab ich hier... Warte mal, hab ich hier noch irgendwie Munition? Jawohl! Na, jetzt passt mal gleich auf, Freundchen. Okay, die kann genauso... Aber also, wie kann die mit so einem Schuh hier rumlatschen? Ohne Spaß. Aua, er hat mich getroffen, der Pisser. Habe ich daneben geschossen? Ernsthaft? Daneben geschossen? Das ist, niemand... Oh. Au. Ich bin gleich tot. Fällt mir da mal so ein. Ja, nice. Habe ich da gut gemacht, ne? Nein. Gut, das war Nicole. Also, Nicole. Nicole Kidman, natürlich. Das war Julie, natürlich. Oh, guck mal, wie die da steht. Schon sehr hübsch. Na? Du bist mir auch, also schon angenehmer als die alte da in der komischen Anstalt, muss ich sagen. Irgendwie schon. Fahrstuhl? Treppe. Natürlich die Treppe. Selbstverständlich die Treppe. Aber auch nur, weil hier Munition ist. Natürlich. Warum kann ich den Fahrstuhl eigentlich rufen? Ich komme hier raus. Okay, Moment. Ich. Geh weg. Ich muss jetzt unbedingt wissen, wo dieser Fahrstuhl hinführt. Vielleicht führt er mich auch ans Ende des Levels. Das wäre doof jetzt. Aber. Ach nee, hier. Bam, Schlüssel, gib her. Mein Schlüssel. Ich darf mit dem nicht fahren, schade. Gut, dass ich da nochmal gucken war. So, Spazi. Spazi, Schatzi, komm mit. Ich kann dir Geschichten erzählen, du, das wirst du nicht glauben. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Seit der Kirche... Du warst bei der Kirche?
Ja, Joseph und ich. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, ging es ihm ziemlich schlecht. Was ist mit dem Jungen aus der Klinik, Leslie? Ich habe ihn in einem Käfig gefunden. Dann ist er abgehauen. Tja, dem wird's bestimmt gut gehen. Ist hier Wasser? Naja, ein bisschen. Ist nicht dramatisch. Okay. Ich hole mir erstmal das Gehirnchen. Ich hole mir auch erstmal das, was hoffentlich in der Kiste drin ist. Und zwar eine Spritze. Und die werde ich mir natürlich direkt mal IV einführen. Tja, und dann, da gibt es auf jeden Fall eine Tür. Da muss ich wahrscheinlich auch durch. Es sieht mir fast danach aus. Was ist denn das da? Ist das Wasser oder was soll das sein? Es bewegt sich irgendwie nicht. Ist vielleicht Gestein oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir durch die Tür. Los, geh schneller durch. Keine Zeit. Wir haben alle diese verrückten Sachen gesehen. Nee, ich nicht. Hast du Nasenbluten oder Kopfschmerzen? Nein, warum? Joseph hatte das. Als ob er sich verwandelt in eins dieser Dinger. Vielleicht befällt das nicht jeden. Moment mal. Erstmal sammeln wir Kartenfragment 23 auf und dann will ich mal eine weitere These aufstellen. Ich habe ja nur gelesen, dass sie irgendwie mysteriös ist, die gute Julie. Oh, ich wollte die nicht auf die Brust zielen. Bist du vielleicht... Vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber irgendwie hat die Ähnlichkeit vielleicht mit Ruvik. Ist das vielleicht die Schwester? Aber eigentlich ist die Schwester ja tot. Vielleicht ist sie aber auch nur irgendwie so eine Kontrollinstanz für Ruvik. Man weiß es nicht. Man wird es erfahren am Ende des Spiels. Weil irgendwas ist mit der wohl auch nicht ganz koscher. Boah, jetzt hau doch mal alle gleichzeitig kaputt. Jawoll. Bringt mir zwar nichts, aber ist egal. Macht Spaß. Da ist noch Gehirn, ich hab's gesehen. Gehirn im Arm, natürlich. Ich habe irgendwas gehört. Es wird ja auch DLCs geben. Ich bin mir am überlegen, ob ich mir einen Season Pass kaufe. Vielleicht irgendwann. Mann, ey, immer... Sebastian, du bist ein Schwein. Immer ziehst du auf die Brüste, ey. Und da kann man wohl auch einmal mit der guten Miss Kidman spielen. Wäre schon interessant. Nein, nicht ich. Sebastian, was ist? Bleib weg. Also. Was war das? Hast du auf mich geschossen? Du hast dich in ein Monster verwandelt. Mich angegriffen. Sorry, du bist infiziert. Er könnte dich benutzen, um mich aufzuhalten. Warte, wovon redest du? Jetzt geh doch nicht einfach weg. Erzähl mir doch einfach mal, was hier abgeht, ey. Die scheint ja ein bisschen mehr zu wissen, die Gute. Ja gut, es war ja irgendwann klar, dass das passieren wird, weil er benutzt uns ja. Das auf! Das auf! What the fuck? Leslie, bist du es? Leslie! Sehr gut. Nur noch etwas weiter. Was ist? Ruvik? Hilfe! 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 Hey!
Okay. Leslie? Da haben wir also Leslie wieder gefunden. Tja, das Vergnügen mit der guten Miss Kidman war leider ein bisschen kurz. Hätte uns ja durchaus mal auf einen Kaffee einladen können, aber nö. Nix da. Diese Spielchen fangen an, mich zu langweilen. Hier ist ganz großes Danger. Das sind Puppen, ne? Naja, Puppen, alles gut. Gas. Flammable, na, das ist doch super. Können wir ja ganz schnell hier. Oh oh. Oh oh. Ich weiß gar nicht, ob das ein Gegner ist oder ob das vielleicht ein Geräusch von irgendeiner Maschine hier ist. Wir werden es bald sehen. Oder auch nicht, weil ich sehe irgendwie gar nichts. Kurz Licht anmachen. Okay. Vielleicht sollte ich die mal tatsächlich mitnehmen. Ach du heilige Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Okay. Hat er mich gesehen? Nee. Scheint nicht so. Okay. Das heißt, wenn er jetzt hier lang geht, muss ich da schnell unten durch, oder was? Das ist klar, machen wir. Beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Hui, geschafft. Und schnell hoch noch, dann sind wir... Ich hoffe erstmal in Sicherheit irgendwie. Boah, man sieht echt gar nichts. Könnte ich mal ein bisschen Licht anmachen hier? Was soll denn das? Mach ich halt ab und zu mal Licht an. Ja, egal. Okay, wenn das entflammbar ist, warum kann ich dann das nicht einfach anzünden? Das wäre voll einfach und wäre gut und wär super. Das ist bestimmt auch so ein Vieh, ne? Oh nee, ich brauche da bestimmt eine Karte für, oder? Gibt's hier irgendwo einen Schlüssel? Scheiße. Das war nicht gut. Okay. Da geht's nicht wirklich weiter. Oder? Na doch, theoretisch sogar schon. Okay, jetzt haben wir hier ein Puppenlabyrinth oder was? Das ist dann natürlich herzallerliebst. Das Blöde ist, ich sehe nichts. Also im Grunde geht es mir jetzt genauso wie euch. Immer schön vorsichtig. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie viele hier rum... Okay, da sind zwei. Das ist noch einer. Okay, immer schön im Dunkeln bleiben. Dann müsste eigentlich soweit alles ganz gut sein. Nein, oder? Na, bin ich blöd, ey. Aber sie sind alle tot. Sie sind alle tot. Alle. Okay, einfach ein bisschen vorbeischleichen. Das wird schon irgendwie funktionieren. Ja, ich weiß, flammable, blabliblub, alles gut. Los. Mach hinne. So. Gut, der geht gerade wieder weg. Okay, nur in den Schatten bleiben bringt mir auch nicht wirklich so viel, also nicht endlos was.
Muss mich auch schon ein bisschen beeilen. Ich kann aber schon mal hier eigentlich hin, weil er sieht mich ja nicht. So, Sprint. Mal eben einsetzen. Okay, hier darf ich nicht einen einzigen Schuss loslassen. Das ist natürlich bombastisch. Was war das denn jetzt? Nee. Kann der Leitern hoch? Ich glaube, der hat mich nicht gesehen. Alles gut. Hoffe ich. Das Blöde ist, was mache ich denn, ey, wenn die mich angreifen? Muss ich einfach nur abhauen, ne? Ich kann die ja schon töten, aber ich darf sie halt nur... Stealth-mäßig, so. Ja, manchmal kann man schon selten dämlich sein. Dann baller ich einfach mal rum hier, mein Gott. Das Doofe ist, wo muss ich hin, ey? So, die machen da gerade Mittag. Okay. Da kommt jetzt noch einer. Der muss jetzt weg. Ich würde gerne ein bisschen hier so rüberschielen können, damit ich weiß, wenn er weg ist. Ey. So. Nee, jetzt kommt er auch noch hier lang, der Pisser. Scheiße. 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 Wir rennen einfach weg. No problemo, Senor. Mach aus, komm, mach aus, mach aus, mach aus. Dann kann ich schießen. Mach schon aus, die Scheiße. Ich schaff das locker, bevor die hier sind. Ich habe Vertrauen in mich. Vielleicht. Komm schon, komm schon. Jawohl. Jetzt hau ich nur eins in die Fresse. So, jetzt kann ich hier aber rumballern wie ein Wilder. Jetzt könnt ihr mir mal so knallhart kreuzweise am Arsch lecken. Ich war... Verdammt, ich sehe nichts. Okay, aber seid bitte lieb zu mir. Ja? Ganz sanft. Ich habe nämlich Angst. Ich würde das aber eigentlich gerne versuchen... Was? Ach, hier kann ich mich verstecken. Ich würde gerne versuchen, das ohne Waffen zu lösen. Das ist ja gut, ey. Okay, der ist ein bisschen Stulle im Kopf. Das ist ja alles kein Thema. Ach, hat nicht funktioniert, so ein Scheiß. Ja gut, dann leck mich am Arsch hier. Dann baller ich dir halt die Fresse weg. Ja, egal jetzt. Warte, hier lag irgendwo... Ach, jetzt ist weg. Ja, du kriegst auch dein Fett weg, mein Freund. Ich muss schon sagen. Warte, hier lag doch eine Axt, ne? Aua! Warte kurz. Ich muss... So, hier weg. Nee, jetzt nicht knutschen, hallo. Und der hier nicht bei einer Orgie. So, weg mit dem Kopf. Jetzt muss ich halt meine ganze Muni natürlich wieder drauf. Aber ist egal. Kommt der jetzt her? Nee, oder? Der ist auf der anderen Seite des Sounds. Ich müsste eigentlich... Ich hoffe, ich bin sicher. Die Karte. Also rein theoretisch hätte ich das ohne Moment. Ist das einfach nur eine Lampe? Ja. Hier sind auf jeden Fall noch ein paar. Ich bin gerade nicht sicher, ob hier noch welche sind oder ob das nur... Scheiße, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ich habe mich ein bisschen verlaufen. Okay, warte mal, von da. So, hier geradeaus. Hier lang und dann... Nee, nicht da rein. Hier einmal außen rum. Dumm-di-dumm. Und dann Karte einführen und dann... haben wir das bis hierhin geschafft. Und klettern das Treppsche hoch. So, jetzt dürfen wir natürlich hier ordentlich rumballern. Allerdings will ich das gar nicht. Ich will einfach nur noch nach Hause.
Josef. Josef, der lebt noch. What the fuck? Der alte Halunke, der. Ist noch still alive. So, geil. Ich habe hier einen Kontrollpunkt. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass ich den jetzt bekomme. Das bedeutet natürlich, dass wir theoretisch können... was wir noch tun, weil wir gerade hier sind. Wir gucken mal ganz kurz hier und wir gehen gleich nochmal kurz zurück zu unserer lieben Dame, die immer so nett auf uns wartet. Wir haben einen Schlüssel, den können wir gleich nochmal in Schlösslein einführen. Hier können wir auch nochmal hochlaufen. Warte mal, muss ich da hoch oder muss ich hier lang? Ne? Nochmal ganz kurz, wahrscheinlich muss ich da hoch, weil da komme ich gar nicht lang. Gut, dann gucken wir uns kurz hier um. Ich glaube, hier war nichts mehr so weit. Aber vielleicht hier drinnen noch. Jawoll, guck mal, zack und zack und zack. Ja, so sieht's aus. Okay. Dann haben wir das. Dann werden wir jetzt schnell uns hier reinbegeben. Ich finde, das Kapitel ist auch schon wieder sehr lang. Und wir können mal was lesen. Ein weiteres Tagebuch-Eintragchen. Tagebuch von Sebastian Castellanos, August 2012. Als hätte ich nicht schon genug um die Ohren, haben Joseph und ich die Aufgabe erhalten, eine neue Kollegin in den Polizeidienst einzuweisen. Großartig. Babysitten ist angesagt. Kidman ist jung und noch grün hinter den Ohren. Aber wie alle Anfänger hat sie gewaltige Ansprüche. Und ich bemerkte, wie sie mich jedes Mal schräg ansieht, wenn ich die Regeln ein wenig biegen muss. Sie versteht einfach nicht, dass das manchmal zum Job gehört, wenn man einen Fall knacken will. Was ihre Persönlichkeit angeht, ist sie ein kalter Fisch. Distanziert. Es ist ihr Job zu beobachten und zu assistieren, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass sie eine Wissenschaftlerin ist, die sich Testexemplare in einer Petrischale ansieht. Sie scheint uns mehr zu beobachten, statt zu versuchen, von uns zu lernen. Irgendetwas an ihr geht mir unter die Haut, aber ich kann nicht genau sagen, was es ist. Joseph sagt mal wieder, ich wäre übersensibel. Ich glaube, er ist in sie verschossen, vielleicht. Jedenfalls muss ich darauf achten, dass ich mich bedeckt halte, wenn sie in der Nähe ist. Die gute Julie. Großer Raum, nichts drin, super, ey. Dann gehen wir jetzt nochmal zurück, vielleicht erfahren wir da noch ein bisschen so Hintergrund. Was haben wir denn hier? Eine neue Zeitung. Ermittler verschwunden. Ermittler im Fall der Serienmorde verschwunden. Identität und Verbleib von Ermittler unbekannt. Die Ermittlungen zu den Serienmorden auf dem Land sind in Stocken geraten. Die Polizei dementierte unterdessen, dass der leitende Ermittler vermisst wird. Natürlich tun sie das. Wäre ja doof. Wenn nicht. Wo ist sie denn? Hä? Hallo? Ach da. Die ist auch immer überall, ne? Nein, ich will hier durch. Ich denke mal jetzt, Brainshoppen brauchen wir nicht, weil, ja, so viel haben wir eh nicht, also... Ein bisschen sammeln können wir noch, wir werden jetzt hier das einfach öffnen. Ja, öffne. Hat sich ja gelohnt. Ich meine, gut, 5000 sind 5000, aber trotzdem, also ich hätte lieber jetzt irgendwas Munitionsmäßiges gehabt, ehrlich gesagt, aber... Naja, man kann nicht alles haben. Wir laden jetzt eben nochmal nach. Ich speichere dann hier nochmal, obwohl wir einen Kontrollpunkt natürlich gerade hatten. Und bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Hoffe natürlich, ihr seid dann in der nächsten Folge wieder mit dabei. Mal gucken, ob wir Joseph wieder treffen. Vielleicht Julie wieder treffen. Leslie wieder treffen. Und Ruvik wieder treffen. Man weiß es nicht. Ich bedanke mich bei euch. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.